Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Und zwar habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, wie ich denn meinen Gutschein verschenken könnte. Und das ist dabei herausgekommen. Ja, in diesem Türchen verrate ich euch, wie ich das gebastelt habe. Ich bitte euch zudem auch mal in die Infobox reinzuschauen. Dort findet ihr einen Link zu Bärbel Borns Kanal. Mit ihr gemeinsam habe ich ja diesen Adventskalender hier. Und 24 Bastelideen haben wir uns überlegt. Das ist eine davon. Und die anderen 23 findet ihr übrigens in der Infobox als Playlist verlinkt. So, jetzt geht's los. Ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und Nachbasteln. Ich habe mir für meine Gutscheinkarte ein Aquarellpapier in dem Maß 10,5 x 16 cm zurechtgeschnitten. So, dann habe ich mir einfach eine Gutscheinkarte hier selbst angefertigt aus weißem Farbkarton und einfach Gutschein drauf gestempelt, damit ich euch das so ein bisschen besser zeigen kann. Des Weiteren brauche ich jetzt hier eine Standschablone in Kreisform, die hat einen Durchmesser von 2 cm. Die brauchen wir jetzt zweimal, und zwar einmal für die rechte Seite und für die linke Seite. Zusätzlich benutze ich auch noch Washi-Tape, denn ich möchte es ja gleich mit der Big Shot ausstanzen, aber nicht einen vollen Kreis, sondern einen halben Kreis. Da zeige ich euch gleich mal, wie das denn funktioniert. Und zwar platziere ich einmal hier unten mit gleichmäßigem Rand ringsherum den Gutschein, den Ring. Den setze ich auf die rechte Seite, so etwa mittig gesehen. Wenn ich dann die Mitte gefunden habe, nehme ich mein Washi-Tape und klebe es hier einmal drauf. Und jetzt geht es durch die Big Shot. Aber aufpassen, nur dieser Teil soll ausgestanzt werden, der rechte Teil hier, der nicht. Also nur bis zu diesem Gutschein. Und da empfehle ich euch, wenn ihr hier die Platte oben drauf legt, auch wirklich nur bis zu diesem Teil drauf zu legen, sodass der Rest halt nicht ausgestanzt wird. Wenn wir das jetzt einmal gemacht haben, wird ganz vorsichtig wieder das Washi-Tape hier abgezogen. Dann seht ihr hier die kleine Ausstanzung. Da passt nämlich nachher wunderbar diese Gutscheinkarte rein und es macht dann halt hier Stopp. Ne? Und genau das gleiche mache ich jetzt auch noch mit der anderen Seite, sodass dann der Gutschein von beiden Seiten sozusagen festgehalten wird. Bevor ihr das Ganze übrigens ausstanzt, wieder die Gutscheinkarte einfach rausnehmen und dann bis hierhin durchstanzen. Auch hier wieder ganz vorsichtig das Washi-Tape abziehen. Und dann können wir es gleich nochmal mit der Gutscheinkarte hier ausprobieren, dass auch alles gut funktioniert hat. Man braucht das einfach nur nach vorne machen und kann dann wunderbar diesen Gutschein hier reinstecken. Der ist dann hier auch wirklich gut fest. Und jetzt können wir hier das Ganze noch gestalten. Dazu nehme ich den Gutschein wieder raus. Ich fange an mit Abandonat Coral. Das ist eine wunderschöne Distrix-Oxid-Farbe. Die mache ich mir so ein bisschen hier auf diese Folie. Dazu kommt dann auch noch Wasser. Das spritze ich mir mit meiner Flasche einfach hier drauf. Ich habe ja Aquarellpapier mir ausgesucht. Von daher, das eignet sich jetzt hier sehr gut, da ich ja mit Wasser arbeite. Und jetzt dippe ich einfach mein Papier hier immer rein in diese Farbe. Und so sieht es dann aus. Das nimmt ein wunderschönes Muster dann an. Das kann ich hier auf dem ganzen Papier so verteilen, wie ich das möchte. Ich kann es auch zwischendurch einmal trocknen lassen und dann noch mal so ein paar kleine Punkte hier auf diese große Fläche mit auftragen. Jetzt
müsst ihr mal schauen, dass auch alles gut trocken ist. Sonst geht er einfach nochmal mit einem Küchenpapier rüber und tupft das Ganze nochmal ab. Jetzt geht es weiter mit einer weiteren Distrix-Oxid-Farbe. Ja, ich liebe Distrix-Oxid-Farben. Und das ist jetzt die Farbe Festive Berries. Mit dieser Farbe benutze ich diesen Stencil mit ganz, ganz vielen kleinen Herzen, Mini-Mini-Herzchen aus dem Set hier von Echo Park. Ja, das nehme ich jetzt hier einfach drauf und werde da so ein bisschen mit meinem Blending-Tool rüberstreichen, um hier ganz, ganz viele Herzchen zu verteilen. Als nächstes nehme ich mein Envelope Punch Board. Mit dem habe ich auch schon hier bei diesem Gutschein die Ecken abgerundet. Das mache ich hier ebenfalls bei dem Papierstück hier. Ich setze mir einfach hier eine Ecke rein und drücke ganz kräftig drauf. Schon ist sie abgerundet. Vielleicht habt ihr ja ein anderes Werkzeug dazu oder macht das einfach nach Augenmaß mit der Schere, wie ihr möchtet. Ihr könnt es auch weglassen, es muss nicht immer abgerundet werden, aber ich finde es irgendwie passend zu diesem Gutschein, der ja eh abgerundet ist. Jetzt mache ich gleich mal weiter mit einem großen Herz. Ja, heute gibt es ganz viel Liebe von mir. Das habe ich mir auch schon ausgestanzt. Jetzt möchte ich noch einen weiteren Stencil nehmen, den habe ich hier von Picket Fans. Da packe ich mal das eben an die Seite. Und dann habe ich noch eine weitere, wer hätte es gedacht, eine weitere Distrix-Oxid-Farbe Mermaid Lagoon. Wer meine Videos kennt, in so manchen Basteleien habe ich wirklich unzählige Distrix-Oxid-Farben. Ja, bis jetzt sind es noch drei. Vielleicht kommt noch eine weitere dazu, ich weiß es noch nicht. Das ist manchmal so eine spontane Bastelei hier von mir, die einfach aus meinem Kopf umgesetzt werden muss. So, was mache ich jetzt mit diesem Stencil? Ich werde den einfach hier drauflegen und mit einem Blending-Tool ein paar Wolken draufwischen und das natürlich mit dieser Farbe. Sehr schön, das war es auch schon damit. Es hat viel, viel Wirkung jetzt hier aufgezeigt, hier auf dieses Herz. Wirklich sehr, sehr schön. Ja, und so sehen übrigens die Distrix-Oxid-Finger aus. So ist das nun mal, wenn man mit den Farben arbeitet. Aber glücklicherweise geht es mit Seife und Wasser ganz, ganz einfach wieder von der Hand. Ich habe mir gedacht, weil ich noch so ein bisschen hier Farbe drauf habe auf meinem Stencil, dass ich da ein bisschen Wasser drauf gebe und einfach so ein paar Spritzer auf mein Wolkenmotiv verteile. Nehmt da einfach einen Pinsel. Na, noch ein bisschen mehr Farbe wäre nicht schlecht, dass hier auch was passiert. Ah, jetzt. Und ja, klopf einfach drauf. Dann verteilen sich so ein paar kleine blaue Punkte hier auf das Motiv. Ja, ich denke, das reicht. Das muss jetzt auch erstmal trocknen. Dafür lege ich es an die Seite. Wer findet gleich hier Platz auf mein Herz? Es sind die beiden hier aus dem Set von My Favorite Things. Die habe ich auch schon aufgestempelt. Ich werde sie gleich kolorieren und zwar mit Treeblend-Stifte. Anschließend werde ich noch ein paar Schattierungen machen mit Buntstifte und Highlights werde ich setzen mit einem weißen Gelstift. We'll be right back.
Vögelchen sind nun auch fertig. Und jetzt werde ich noch einen Spruch hier auf mein Kärtchen tun. Und zwar ist es der hier aus dem Set Love for me to you. Ich denke mal, der passt hier am besten zu diesem Kärtchen. Das setze ich direkt hier über diesen Gutschein. Ich lasse noch ein bisschen Platz darüber. Und wer hätte es geahnt, ich habe mich tatsächlich für eine weitere D-Styx-Oxid-Farbe entschieden, und zwar für meinen Rand hier ringsherum. Dafür nehme ich das mal wieder weg, brauche jetzt mein Blending-Tool, ja, und streiche die Farbe einfach so ein bisschen am Rand hier entlang. Jetzt kann ich schon mal anfangen, das Ganze aufzukleben. Das Herz wird direkt aufgeklebt auf die Karte und die beiden Vögelchen bekommen noch Klebeplättchen drunter gesetzt. Zum Schluss verteile ich noch ein paar rote Halbperlen auf meiner Karte und dann sind wir fertig. Ja, schon sind wir hier wieder fertig mit dem Basteln. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren und es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund, dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Bastelwelt. Tschüss!